Hallo, liebe Zuschauer, Fred Weidler talkt mal wieder. Diesmal mit jemand, den ich schon lange vor die Kamera kriegen wollte. Da ist allerdings einiges passiert. Ich begrüße Thomas Spang. Hallo Fred, herzlich willkommen auf der Waldeck in Ingelheim. Das ist genau das Thema. Ich war nämlich eigentlich noch gedanklich bei der Rheinklause. Du warst ja jahrelang da, ja, der Macher in der Rheinklause. Was ist passiert? Ja, nach 20 Jahren Rheinklause, die ich sehr gerne geführt habe, habe ich dort keine Perspektiven mehr gesehen. Bin letztes Jahr 55 geworden. Nach 20 Jahren Rheinklause habe ich mich dann dazu entschieden, das Buch zuzumachen und ein neues Buch für mich zu öffnen und bin nun auf der Waldeck zu finden. Ich kann mich erinnern, da in der Rheinklause, da gab es ein wildromantisches Gebäude. Da gibt es eine Geschichte zu. Ich habe das jetzt nicht ganz so richtig mitgekriegt. Die Rheinklause selbst wurde erbaut vom Baron Wilhelm von Erlanger 1893 nach dem Vorbild der Telskapelle. Und die steht in der Metten am Fieberstädter See in der Schweiz. Und seine damalige junge und hübsche Frau Caroline meinte, Wilhelm, sowas am Rhein wird auch schick. Und der Baron ließ erbauen. Hat er damals schon mit Hochwasser gerechnet? Ja, er hat recht geschickt gebaut. Es hat zwar beim Jahrhunderthochwasser einmal richtig in der Klause drin gestanden, aber ich hatte die letzten Jahre viel, viel Glück gehabt. Natürlich war der Außenbereich weit überschwemmt. In der Klause ist nichts passiert. Aber man kann sich vorstellen, es war immer sehr viel Arbeit, den Schlammbus wieder wegzuschieben. Jetzt hast du auch Events gemacht und ich kann mich erinnern, meine Lieblingsfotografin und Freundin Monika Pohl hat da mal mich dahin gebracht. Da gab es ein Lagertreffen von Rittern. Du hast da viele Events gemacht, auch für Kinder. Richtig, richtig. Also wir hatten ja, oder die Klause hat ein Außengelände von knapp 10.000 Quadratmetern. Die habe ich natürlich auch ausgenutzt für Feierlichkeiten, für diese Ritterveranstaltungen, für Events, Firmen-Events, private Events, Hochzeiten, Geburtstage. Es wurde alles genutzt. Und wir hatten immer auch im normalen Betrieb familienfreundliche Preise gehabt, dass auch mal die jungen Familien mit den Kindern bei uns eine schöne Zeit verbringen konnten. Du warst jetzt für alles komplett zuständig, auch für romantische Abend- oder sprich Nachtveranstaltungen. Und ich habe mir im Internet noch mal die Bilder von dir von früher angesehen. Das war schon eine Aufgabe da. Du hast auch gekocht und bist im Grillen bist du ganz weit vorne. Ne? Ja, also ich habe sehr viel da unten gearbeitet, war fast ständig unten, fast täglich. So ein großes Gelände muss gepflegt werden. Immer was Neues für die Gäste gemacht, Blümchen gepflanzt, neue Deko habe ich mir einfallen lassen. Natürlich mein Klausegrün, was jeder kennt, das findet man auch hier auf der Waldeck wieder. Ich musste gar nichts tun, denn die Waldeck hatte vorher auch schon dieses schöne Apfel- oder auch Kiwi-Grün im Programm. Und ja, meine Deko passt natürlich auch hier oben zur Waldeck. Rheinklause ist gelaufen, ist vorbei. Das Gebäude wird, glaube ich, oder das ganze Grundstück wird, glaube ich, verkauft von der Stadt. Ja. Also das gehört ja dem Verband der Angler und wurde dann jetzt vor kurzem an die Stadt Ingelheim verkauft. Und ich werde mal mein Auge drauf halten, was mit der Klause passiert, weil 20 Jahre Klause kann man nicht einfach aus dem Leben streichen. Aber ich denke, hier oben habe ich neuen Mut gefasst und man kann auch neue Türen aufstoßen, um sich weiter zu verwirklichen. Ich muss sagen, Waldeck Ingelheim, so heißt es hier, ja, ist wirklich wildromantisch. Ich habe ja im Vorgespräch bei dir schon einiges sehen dürfen. Und du hast hier eine ganze Menge Pläne. Erzähl mal, was du so vorhast hier. Ja, wir hatten ja eine lange Winterpause gehabt. Die Waldeck muss wieder ins Gespräch kommen. Man hat hier den einmaligen Blick über Ingelheim in den Rheingau, auf den Rhein. Wenn man auf dem nebendran stehenden Bismarckturm steht, würde ich sagen, man kann schauen von Koblenz bis nach Frankfurt. Und natürlich, wir können hier im Außengelände sehr viel machen. Ich kann meine Grillerfahrung mitbringen. Ich habe meine drei Barbecue-Smoker mitgebracht, meine Feuerplatte, Rancheros und. Und was sind Rancheros? Rancheros, das ist eine alte Geschichte, quasi wie eine Feuerplatte. Einfach heißer Stahl und darauf wird gegrillt. Ja. Ah, okay. Und so kann man das natürlich hier kombinieren, weil die Besitzer und auch Mitinhaber sind beide Jäger. Wir verarbeiten dann auch hier oben unser eigenes Wild und können dadurch auch
ja, auch mal richtig tolle Spezialitäten anbieten, die man zu Hause nicht findet. Jetzt bist du schon so ein bisschen orientiert auf Kultur. Du hast hier momentan läuft eine Ausstellung von einer Künstlerin. Richtig. Wir haben im Moment eine Bilderausstellung von der Frau Jenny Oehme aus Ingelheim. Und einfach, um die Leute mal auf die Kunst von Jenny hinzuweisen. Und es spricht sich sehr gut rum, es kommt gut an. Und wir haben sogar schon eine Nachfrage, dass wir in 3 Monaten wieder einen neuen Künstler hier präsentieren können. Und somit sind wir immer im Gespräch bei den Leuten und bieten unseren Gästen immer mal was Neues, auch einen neuen Blick in den Innenbereich. Stichwort Innenbereich. Ich habe gesehen, dass du einen Koch aus einem fernen Lande hast. Wo kommt der genau her? Richtig, das ist unser Charmin. Charmin, das ist also sein Spitzname. Okay. Der Vorname ist schwer auszusprechen, den Nachnamen kann ich überhaupt nicht aussprechen. Und er bringt natürlich auch seine kreolische Küche aus Sri Lanka. Okay. Ja, bringt seine kreolische Einflüsse mit in unsere Küche, sprich Gewürze. Also ich kann auch wirklich empfehlen, wenn man auch kein Vegetarier ist, mal sein vegetarisches Ragout zu essen. Es schmeckt einfach richtig gut, was der Junge macht und kocht. Die Speisekarte richtet sich so ein bisschen regional hier, kann man so sagen. Ja, richtig. Wir haben rheinhessische Spezialitäten. Natürlich unser Handkäse, ja, der wird mit einem ganz tollen Wildschinken serviert. Wir haben auch einen Leberkäse aus Wild. Das wird serviert mit einem klassischen Spiegelei und selbstgemachten Bratkartoffeln, wie früher bei der Oma. Ja. Und ich denke einfach, wir bieten hier eine frische Küche an und halt ausgefallene Sachen, die man zu Hause mal nicht so schnell nachmachen kann. Jetzt muss der Showbiz-Rentner natürlich die Frage stellen, hast du auch vor, hier mal Künstler, die gesanglich was darbieten, zu präsentieren? Ja, das ist natürlich auch in Planung. Man muss jetzt mal ganz langsam anfangen. Ich möchte jetzt einfach mal die Waldeck wieder so aufbauen, wie sie ursprünglich war, vom alten Inhaber und Besitzer, der Herr Schweigert. Und einfach mal wieder eine Struktur reinbringen, auch wieder ins Gespräch kommen und dass uns wieder viele, viele Gäste besuchen. Und dann langsam so die Ideen auch mit den Gästen umzusetzen. Man muss halt einfach mal abwarten, was die Gäste hier so wünschen. Also ich laufe hier mit offenen Augen und Ohren rum, ja. Das ist ja immer sehr wichtig, dass man da so ein bisschen sich informiert. Ja. Wie seid ihr denn so in den Social Media, neudeutsch gefragt, also nach den Facebook etc. seid ihr ja auch vertreten, habe ich gesehen. Richtig. Gibt es da irgendwelche Wünsche, Vorstellungen? Können da Gäste, die bei dir, ich sag mal, einen Tisch für eine Geburtstagsparty buchen oder so, in Kontakt treten mit dir? Geht das? Ja, selbstverständlich. Das ist über unsere Webseite möglich. Das ist waldeck-ingelheim.de. Dort sind verschiedene Anfragemöglichkeiten per E-Mail gegeben. Selbstverständlich sind wir auch telefonisch zu erreichen. Und auch unsere Pension hier mit 7 Zimmern kann dort auch online gebucht werden. Ach, Zimmer habt ihr auch? Ja, natürlich, okay. Wenn mal eine Feier ansteht, vielleicht eine Hochzeitsfeier und es wird ein bisschen später, dann können die Gäste auch bei uns bequem übernachten. Ich habe mitbekommen, als unser Fahrer, der liebe Lutz, uns hier hochgebracht hat, das ist schon eine kleine Strecke. Habt ihr eine Winterpause oder habt ihr auch im Winter geöffnet? Wir werden eine Winterpause machen. Ganz einfach, geplant ist auf jeden Fall noch Weihnachten, bis an Weihnachten für unsere Gäste da zu sein, dann eine kleine Winterpause zu machen, weil es sind die Weihnachtsmärkte, natürlich waren Weihnachtsmärkte da, dann kommt in der Saison noch die Fasnacht dazu, in der kommenden Saison und wir müssen natürlich auch, trotz dass wir Ruhetage haben, ich sage immer, das sind Ruhetage für unsere Gäste, es muss immer geplant und organisiert werden. Und wir sind auch nur Menschen und müssen mal unsere Akkus wieder aufladen. Apropos Akkus aufladen, sportlich gesehen, da gibt es den Bismarckturm hier. Richtig. Wie viele Treppen sind es denn? Das weiß ich nicht ganz genau, das muss ich zugeben. Okay. Aber es ist eine kleine Leistung, da hochzugehen. Aber man wird mit einem ganz, ganz tollen Ausblick belohnt. Ja, ich sage immer, man kann gucken von Koblenz bis nach Frankfurt. Es gibt viel zu sehen hier. Nicht zu vergessen, ist, kann man sagen, dass hier ein kleiner Zoo ist? Ja. Ja. Welche Tiere kann man hier sehen? Also das ist noch von dem ehemaligen Inhaber und Besitzer, dem Herrn Peter Schweigert, möglich. Der öffnet, also wir haben zu unseren Öffnungszeiten natürlich immer unser Türchen offen, dass die Leute unsere Zicklein, unsere Pfauen und natürlich Peters Tiger
bewundern kann. Genau, darauf wollte ich so ein bisschen hinzielen mit meiner Frage. Die Tiger kann man sich hier angucken. Ja. Wie sind da die Bedingungen? Gibt es da spezifische Sicherheitsvorschriften oder wie sieht das aus? Ja, natürlich. Also das Gehege ist natürlich absolut zugelassen, doppelt gesichert, dreifach gesichert. Es kann gar nichts passieren. Mit den alten Tigern, die der Peter hat, da geht er sogar schmusen. Er hatte aber auch letztes Jahr, konnte er zwei Tiger aus Tschechien retten, die hier untergebracht sind. Die sind halt noch sehr scheu und ängstlich. Und sonntags mittags um 15 Uhr wird halt immer auch eine Führung bei schönem Wetter gemacht. Kosten, kleiner Unkostenbeitrag von 4 Euro, geht aber komplett in den Verein, den Tigerverein rein. Weil man muss sich vorstellen, so ein Tiger, der verputzt am Tag bis zu 6 Kilo Fleisch. Und natürlich, je größer die Katze, desto größer die Tierarztkosten. Thomas, ich bedanke mich, dass du uns hier so nett aufgenommen hast. Ich denke mal, du hast einen guten Weg vor dir. War eine gute Wahl. Von der Rheinklause zur Waldeck Ingelheim. Und Ihnen, liebe Zuschauer, checken Sie mal. Hier ist es wirklich schön, wild, romantisch und der Mann kann kochen, im Gegensatz zu mir. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wie ich immer zu sagen pflege, bleiben Sie tapfer. Liebe Zuschauer, auf der Waldeck in Ingelheim gibt es die Jenny. Sie hat ein bisschen Angst vor der Kamera mit dem Reden, aber das macht nichts, deshalb redet der alte Mann mal ein bisschen. Das ist eines ihrer Bilder, stimmt das? Nicken? Nicken wäre toll. Ja. Und das könnt ihr euch hier ansehen. Eine kleine Vernissage heißt es. Ja.